Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Project Time Standstill ist angesagt und es geht weiter im Programm. Die Truppe ist dieselbe geblieben. Ja. Bis auf ein, zwei Ausfälle. Aber ansonsten alle noch da. Scheiße. Nicht krank und fleißig. Ja. Fleißig sind wir alle, ja. So sind ja schon. Ja, also ich sitze hier und gucke auf Facebook rum, weil ich die Motze immer noch runterlade. Sehr schön. Irgendjemand wollte einen Schwader haben in der letzten Folge, ne? Ja. Ich hätte gerne einen MP-Truck. Kann den Charlie wieder auszukicken aus dem MP-Truck? Ach, Charlie wieder, ja. Mist. Dann kriegst du den Pöttinger. Wir haben kein Geld. Ja, ein bisschen Geld hatten wir noch. So, einen Pöttinger konnte ich brauchen. Ihr müsst euch auch schon an die Regeln halten. Wir brauchen alte Sachen, ja? Und nicht nur einen Vierfach-Schwader da, ne? Ach stimmt, dann verkaufe ich die wieder, warte. Meine Damen und Herren, so machen Leute da Geld aus. Kaufen und verkaufen. Vom Beginn der Landwirtschaft zur heutigen Zeit, vierte Folge, ja, lass mal einen dicken Schwader kaufen. Jawohl. Scheiße. So. Wir haben einen kleinen Schwader gekauft. Ja, ihr seht, Zuschauer, das ist dir professionell, ja? Future. Das ist von Anfang an professionell durchgeplant. Innerhalb von 4 Folgen ziehen wir so ein ganzes Jahrhundert durch. Das machen wir. Das kann gut. Da sind wir knallhart. Ja. Oh lol, zurück in die Zukunft. Mit dem Kram ist das Käse. Ich sag, mit dem Kram ist das Käse. Ja. Den Traktoren ja, rum. Ist das Mähwerk hier festgeschweißt an dem Kramer oder wie? Na, am Boden. Nicht mehr ab? Am Boden. Du nicht am Kramer. Am Boden. Festgemacht mit Fischerbibel. Ach jetzt, ich muss das erst absehen. Was, ein Kram? Warte mal, dann lass uns doch mal Kabel. Ja. Lass uns mal tauschen, Kabel. Hast du das noch nie gesehen, wenn du so rumfährst auf der Straße und schleift immer alles auf der Straße? Deswegen sind die auch immer so scheiße rausgeschraubt. Halleluja. Wo ist er, der Flo? Ich stehe noch auf Feld 69, der Truck ist gerade leer. Kannst du einfach rein. Deswegen bist du auch schon. Achso. Nee, kannst reinskippen, ja. Was, den Triftkönig? Ah, nein, das ist nicht der Triftkönig. Nee, das ist der Gute. Ah. Oh yeah, das ist der Gute aus 2015. Nein, das ist ein neues Baujahr. Das ist ein Ursus. Ist der vorletzte Part, wir sind schon bei 2015. Ja. Nee, das ist ein Ursus. Der ist wirklich alt. Das Problem ist ja auch, weil wir vorhin ja auch darauf zu sprechen kamen mit den Mods. Also wir haben uns ja bei den Oldtimer-Mods haben wir wirklich versucht, extrem viele, also gerade Traktoren rauszusuchen. Und auch Erntemaschinen. Es gibt aber gerade so viele. Finchnet. Du findest nichts. Ja, das wollte ich mich sagen. Gerade was so Schwader und Setter angeht und andere Erntemaschinen ist oder Geräte, es gibt einfach nichts. Alle wollen immer, das ist nämlich auch eigentlich der Grund, weswegen wir das eigentlich oder weswegen wir die Idee eigentlich auch hatten. Alle wollen sie immer nur groß, groß, groß. Und schnell. Und schnell, ja. Mhm. Der Kiro, wenn es reicht, deswegen auch mit dem Projekt, dass die keiner ausschaut. Doch. Es ist ja auch mal, um den Zuschauern auch mal zu zeigen, dass es auch anders geht. Ja. Erinnert mich irgendwie an das Stadtkind mit der Kuh. Und weiß, wie eine Kuh aussieht? Ja, lila. Ja. Aber mühsam ist schon, mit einem zweireihigen Maispflücker zu arbeiten. Also es gibt schon, also ich habe früher beim 1340-Part-Projekt gehabt, Let's Play Oldtimer. Ja. Das war schon teilweise mühsam, also. Er war doch vor so alt. Aber da hattest du aber auch, glaube ich, dann mehr Mod-Auswahl, oder? Ach so. Wir haben das nah mit dem Klassiker der Landwirtschaft gemacht. Okay, rein, ja. Rein nur da mit dem. Wie, da freue ich mich die ganze Zeit so durch die Gegend. Du donnerst die ganze Zeit hinter mir her, oder was? Wieso kann ich das Mähwerk jetzt hier nicht abkoppeln vom Kramer? Muss erst senken. Irgendwann ich finde schon, irgendwie ein Zweikreiselschwader schon fast unrealistisch. Muss das erst senken. Ich wäre für einen Einkreiselschwader. Ja. Krass. Ja. Kommt ja mal auf die Map drauf. Ich sag mal, wenn man spielt Oldtimer, dann muss das GPS Karte wieder ausmachen. Feldern, meine Güte. 12.000 Hektar sind, dann ist das nicht natürlich. Tom, wenn du losfährst, bleib bitte vom Rand entfernt, weil das funktioniert nicht mit dem Luzernengras und mit dem normalen Standardgras. Mähwerk zuklappen, Mähwerk heben. Warte mal, ich warte mal auf dich, Julian. Warum? Achso, es kommen ja immer noch Mods für, 13 raus. Ja. Ich hab letztens einmal Forst-Mod probiert, in der aktuellen Version für den 13er. Das war saugeil. Ist auch. Der Forst-Mod im 13er Teil ist echt klasse. Ja, da hätte Stein sich einige Scheiben abschneiden sollen. Wir haben bei uns ja auch jetzt momentan die Kameraführung. Bible-Projekt. Ah, okay. Auch wieder so ein Server, ein LS13-Server,
und dann nimmst du auf und rein. Ich hab Knicklenker, da geht das. Also, ich weiß nicht. Gar nicht mal so hässliche Mods. Wenn du gerät, ne. Gibt's noch einen Ein- oder Zweikreiselsparer? Gibt's Wort noch? Ja, cool, man so ein Pöttinger Mähwerk hat, aber mit 3 Meter mehr Arbeitsbreite. Also, Carol, ich weiß nicht, was du mit dem Kramer gemacht hast. Voll automatisch. Aber ich krieg das Mähwerk nicht mehr abgekoppelt. Denken. Ja, abflexen, hab ich gesagt. Du musst das erst ablassen, das ist ja, kauf mal, Dings. Florian, hast du noch 10.300 übrig? Was ist denn da los? Ja. Dann kauf mal ein Zetter. Hey, glaub, mein Traktor ist kaputt, der fährt automatisch. Ich bin auch wieder da. WB. Schade, das nächste Mal, wenn du weggehst, ne? Hallo. Ja? Wäre es natürlich schön, wenn du dann auch noch aus dem MB-Truck aufsteigst. Ja, ich weiß, ich habe dann auch blöderweise gemutet und dann, ach, hör mich auf. ist ja alles nicht so. Was ist ein Verkehr hier? Ich komme gar nicht voran. Musst du wie in Indien einfach fahren? Musst du doch zittern, ja, ne? Ja, mein Traktor ist kaputt. Hey, wir fahren nur gleich. Mein Traktor ist kaputt. Wirklich? Der ist kaputt? Ja, ich drücke auf W und der fährt einfach. Aber wenn ich nicht mehr auf W drücke, meine ich weiß schon, dass man auf W fährt. Tja. Oh, hey, ich glaube, ich gehe da hochfahren. So, lol. Wo ist denn jetzt der Hof hier? Holst du mal den Zetter aus? Oder nee, ich probier mal, ob der Zetter damit ausgeht. Ich wollte den Zetter jetzt. Oh, das Ei? Oder wer fährt jetzt den Zetter? Also bei Möhren sieht das einigermaßen. Ich fahr jetzt Zetter mit dem. Ich versuch den Zetter mal mit dem Kram, ob das geht. Ja, Flo. Der kauft den ordentlichen Trecker. Das ist ein ordentlicher Trecker. Das ist ein ordentlicher Trecker. Der Trecker hat 220 PS. Was willst du? Sieht scheiße aus einfach. Den sieht man hier in Deutschland nicht. Welchen denn? Doch. Welchen? Kirovets ist in Deutschland. Hm. Ja. An welche Ecke? Wahrscheinlich schon ein Stück. Ach Mist, da hat schon jemand den Zetter geholt. Der Agrargenossenschaft hat bei uns aber einen Zetter brauchen wir aber eigentlich nicht so. Wieso brauchen wir den Zetter nicht? Weil wir das gleich direkt schwaden. Daniel, pass auf! Siehst du, jetzt hast du einmal freigedreht. Achso. Ich glaube, ich muss ihn echt verbinden, aber das mache ich in dem Part. Habt ihr denn so Lieblingsmarken, Treckermarken? Hier, der Moderator fragt wieder. Ey, der Moderator fragt, was Lieblingstreckermarken? Lieblingstreckermarken. Klaas. Klaas. Habt ihr sowas, auch wenn ihr keine Landwirte seid. Fans fahren bloß die von Traktoren keine Ahnung haben. Ich fahr gerne. Weißt du, warum du beim Fan vorne und hinten die Scheibe aufmachen kannst? Ja, weil der bescheuert ist. Was hey, macht denn der rote ziehen? Kleine Trecker da? Der vor den Kreis. Oh, es macht er absichtlich, keine Sorge. Ja, Fragen. Aber habt ihr denn, zum Beispiel Florian? Ja, ja, ich bin jetzt. Was findest du denn toll? Was ich toll finde. Sag an. Das ist die 200-Euro-Frage. Meine Frau. Deine Frau magst du? Oh, gewonnen. Wo soll ich überweisen? Ja. Nein, also ich tendiere auch teilweise zum Klaas hin. Er mag seine Frau nicht. Doch, schön. Doch. Die muss er mögen. Die muss ich mögen, ja. Sonst wird sie ja nicht mich nehmen oder schützen, was ich mache den ganzen Tag. Er hat keine Wahl mehr. Er hat einen Ring auf dem Nein, Finger. Du hast andere hat. Qualitäten. Ah, ja, das stimmt. Das dauert aber nur 2 Minuten. Das ist ja. Dann sind das keine Qualitäten. Das ist Können dann. Ja, aber hey, so ich weiß immer, welche Knöpfe drücken muss. Ja. So, okay, wir waren bei Treckern. Ja, stimmt. Nicht bei Frauen. Nein, aber. Aber Moment, ich kann es ja nochmal kurz. Jetzt, wo wir in großer Runde sind, wollte ich ja nochmal was loswerden, schnell. Und zwar würde ich ganz gerne mal. Du hast uns alle ganz doll lieb. Ja, das auch. Das nee, fahr ich nicht mehr. Sonst hätte ich euch ja nicht alle eingeladen. Nein. Schleimer, ja. Nein, falls es irgendwie einen Landwirt gibt, der aus der Nähe von Hamburg kommt oder so Richtung Elmshorn, also Schleswig-Holstein, möge er sich bitte mal bei mir melden. Ich würde nämlich ganz gerne mal, ich habe nämlich noch eine kleine Drohne, mit der ich immer durch die Gegend fliege. Und ich würde ganz gerne mal bei der Ernte einfach mal ein bisschen aus der Luft filmen. Also falls sich dazu jemand irgendwie angesprochen fühlen sollte von den Landwirten, die zuschauen, sagt gerne mal Bescheid. Ich würde gerne mal sowas machen.
Ja, hier, gleich Update für meine Wenigkeit. Ich habe zwar keine Drohne, würde aber trotzdem gerne mitmachen. Ja. Das ist dann quasi so Raum, was ist denn das Raum? Göttingen? Göttingen, Harz, Vorharz, so. Kannst du ja mal hinfahren, wenn ihr jemand seht, einfach hinfahren, fragen. Genau. Das kann ich kannst du ja, mal vorbeikommen. Ich habe ja einen Großbauern. Von Göttingen nach Essen sind nicht so weit. Ne. Ja, so Göttingen ist irgendwie kleiner. So. 150 Kilometer. Oh lol, Florian, das war nicht geplant. Oh. Was? Aber ziehen wir das Thema erstmal durch. Zweite Teamspeak bin nämlich ich. Na, was magst du gerne? Ich stehe auf John Deere und MB-Truck und sowas. John Deere, MB-Truck. Der steht schon hoch, ist so meine Richtung. Okay. Ja, warum John Deere? 220 PS, zieht aber Dinger weg, die 4. Weil John Deere Marktführer ist. Bind, kennst du die alten, die 3650er Baureihe und sowas? Mit der SG2-Kabine? Können Sie es mir sonst... Die runde Kabine vorne. Du kannst, glaube ich, mit Fachbegriffen von John Deere um die Welt schlagen und keiner kapiert was. Er kennt R2-D2. Damit kannst du kommen. Nein, also die alten John Deeres, neueren auch. Mach einfach John Deere, weiß ich nicht. Okay. Ich das Blöde an John Deere finde ich irgendwie, die könnten an ihrem Motorhaube mal ein bisschen arbeiten. Die haben so eine Motorhaube, als wenn da 600 Pferdchen drunter schnurren würden, ey. Ja, aber komm, das sieht aber in Wirklichkeit sind dann nur 209. Und als... Ja, Optik ist alles. Das ist wie so ein gedopter Mini. Das sieht. Der hat ja. Mini, aber das sieht geil aus. Ja, hier geil. Dieser Mini Cross, ne? Ja, wo ist das Realgerät mit so einem Ding ins Gelände fahren soll. Ich will mal sehen, wenn du da an der Sahara mit so einem Mini Cross stehst. Da kommt so ein Kamelreiter an der Nacht wieder raus. Wow, Charlie, was ist das für ein Manöver? Jeder nimmt die Vorfahrt, wahnsinnig. Ja, schnell. Skandalös. Ich kann nicht Charlie, mehr. Ich glaube, ich sehe weiter. MB-Truck, ganz klar MB-Truck. MB-Truck ist so... Ja. Weißt du, siehst du an der MB-Truck, Bob, geht's Herz auf. Und dann, ja, Klaas ist noch sind doch geil, cool. Ey, so ein... Ja, hier, weißt du, du guckst an, das Ding ist eckig und bam und... Wenn ist das so Boots in die Fresse! Ja! Bam! Bootsface! Ja, das ist einfach, ja, ne? Macht Knall-Peng-Trecker da. Schwul Wörter so... Das, also ein B-Truck ist mega geil. Ich bin mal eingefahren. Boah, geil. 21. Mega geile Karre. Mein Ausbilder, ich hatte mal eine Ausbildung zum Landwirt, hatte ich ja mal angefangen. Und der hatte zwei MB-Trucks. Und das ist arschteuer. Wenn du einen guten haben willst, sind die arschteuer. Ja, wenn du einen günstigen findest, sind die meistens so runtergerockt, dass du da echt Geld reinstecken muss. Ich habe neulich mal so einfach nur so spaßeshalber, weil hier ein neuer, schön restaurierter MB-Truck durchs Dorf gefahren ist, dachte ich mir auch, guckst du mal. Ja, ey, unter 12.000, 15.000 kriegst du nichts Vernünftiges. Das sind aber noch die schlechten. Ja. Bei den guten bist du bei 40.000 dabei. Ja, der ist dann fertig restauriert, aber so darunter passiert gar nichts. Nee, das sind alte Traktoren. Scheiße, verdammt nochmal. Ich will einen MB-Truck haben. Ich will einfach nur einen Trecker. Es gibt noch einen Deutz, den ich finde. Das ist der Deutz Intrak 660. Den findest du nicht mit. War so ein geiler Trecker. Muss man noch googeln. Deutz Intrak. Die neueren. Aber die werden auch nicht mehr gebaut. Nee, aber sonst so, klar. Das ist auch ein geiles, weil die haben die Biene auf der Vorderachse sitzen. Hinten in so einer kleinen Ladefläche noch. Auch ganz cool. Cool. Aber findest du, kann dir gleich mal ein Bild schicken nach der Aufnahme. Ja, klar, gerne. Aber findest du nicht mehr die Dinger. So selten. Ja. Ansonsten Fendt. Gehen die auch für 40, 50 hinweg. Ja. Ja, ansonsten Fendt ist ganz cool. Daniel Pennig. Bei John Deere. Ich hab meine halt, Türen auf. John Deere ist halt der Sound hammergeil. Weißt du, warum früher alle Fendt fahren wollten? Wegen der Turbokupplung, weil die Karre kannst du nicht absaufen. Da echt schon hell sein. Okay. Eine spezielle ich krieg alles zum Beispiel also. Wir haben auch noch einen alten Fendt, da kannst du im vierten Gang an der Ampel stehen, einfach die Bremse drücken und wenn grün wird, gibst du wieder Gas und fährst weiter. Alter. Da kannst du nicht absaufen. Das ist cool. Deswegen wollten früher alle Fendt haben. Und ja, ansonsten. Warte, danke. Ja, ansonsten ist es auch für Florian. Ja, also so richtig so die Vorliebe, sag mal, von dem neuen Kram finde ich eigentlich alle ganz schick. Ne? Die haben halt alle so, ja, die sind halt schick, ne? Schon. Der Fendt hat so halt so seine Ecken und Kanten, die, wo du sagst, ach ja, Mensch, das ist schön stimmig, das sieht schick aus. Der Klaas hat eigentlich ein relativ schönes Design. Die Deutz sind auch cool, ne? Die haben einen geilen Arsch. Ja. Die haben einen echt geilen Arsch. So. Dead Ass.
Also wer Deutz an Häckselrollig was vormacht, der ist echt schon. Ja. So, ja, und ihr siehst hinten die Kolben. Ja, an dieser Stelle, bevor uns alle die Kolben durchbrennen, haben wir wieder ein Part wieder erfolgreich geschafft. Wir hören in den nächsten Folgen noch, was der Graf gerne für Traktoren mag. Julian, Carbon, Mr. Farmer, Thorsten und Smirnoff. Das wird die nächste Folge bestimmt auch noch mal ein bisschen füllen. Plus weitere Themen. Das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Warte, nicht falsch. Tschüss. Nein. Was? Halt. Tschüss. Wir müssen noch unsere Abonnenten beschäftigen. Die brauchen Beschäftigung. Wenn ihr Themen habt, wir mal labern sollen. Ja. Knallt in die Kommentare rein. Wir gucken mal, was wir da denn so absch. Jo, auf jeden. Also nicht, dass ihr euch wundert, wir nehmen jetzt immer noch das erste Mal auf. Genau. Und welche, die bei mir schauen, guckt bitte bei den anderen, weil ich muss leider hier ein bisschen rumschnippeln, die Zeit, wo ich kurzzeitig AFK war, die werde ich rausschneiden, weil ich Blödmann mich natürlich im TS gemutet habe und dann habe ich alle die Tastenkombinationen so, dass halt alles aus ist und alles stumm ist. Von daher werde ich da rausschneiden. Das könnt ihr dann logischerweise aber bei den anderen schauen. Ja, guck. Sehr schön, gut, sehr schön. Auch. Bis zur nächsten Folge. Denkt an die Kommentare, wir freuen uns sehr. Herzlichen Dank für euren Support. Ciao.